Hallöchen zusammen, die Jolie Pinkbox ist da. Dazu das Heft natürlich die Jolie. Klar, logisch. So, so schaut sie aus. Findest du eigentlich ganz stylisch. Muss ich sagen, ist mal was Neues. Hat mal was. Schauen wir rein, mal gucken. Ich bin gespannt. Schwupp, Bändchen hinfort. Irgendwie kommt mir hier so ein Duft entgegen. Woran es liegt, weiß ich nicht. Hier haben wir erstmal die Karte und ich verteile hier schon fröhlich die schwarzen Sachen. Hier riecht irgendwas. Ich weiß nicht was. Als erstes haben wir hier Ossi 3 Minuten wieder Intensivkur für strapaziertes Haar. Passt jetzt nicht so ganz zu mir, für mein Haar. Aber nun denn, kann ich ja weitergeben. Ist auf jeden Fall eine große Größe. Dann haben wir hier Odol mit 3. High Definition White, Refresh Me, Whitening Effekt. Ich mag diese Zahnpastas mit Whitening Effekt nicht. Wieso verdammt sind immer nur Whitening Zahnpastas in dem Kram drin, in den Boxen? Habt ihr keine anderen Themen mehr, außer weiße, weiße, weißere Zähne? Mein Gott, soll da ein Flutlicht aus dem Mund kommen demnächst? Ehrlich, kann man nicht mal einfach was für Zahnfleisch kriegen oder... Von mir aus nehmt auch mal was gegen Mundgeruch oder nehmt was für die besondere Frische oder von mir aus lasst es mal knistern auf der Zunge, wenn man sich die Zähne putzt. Aber doch nicht immer nur diesen Weißeffekt. Meine Fresse, Himmelsakrament nochmal. Geht das nur mir so, dass mir dieses weiße Zeug langsam auf den Sack geht? Es gibt doch auch Leute, die ein bisschen empfindlicheres Zahnfleisch haben oder auch mal Zahnschmelzprobleme oder sowas. So, das wäre doch mal interessant. Könnt ihr nicht mal sowas reinpacken? Also nur mal so als Hinweis. Wäre spannender, finde ich. So, Lavera Apfelshampoo, kenne ich, habe ich in Originalgröße, ist cool, gefällt mir, mag ich. Was haben wir hier? P2 Lost in Glitter, boah, ist der geil. Mal ernsthaft, der sieht richtig geil aus, der gefällt mir. Oh, den habe ich auch noch nicht, den habe ich wirklich noch nicht. Was ist das hier? L'Oreal Sunkissed Gelee. Stufenweises aufhellendes Gelee, natürliche Sonnenlichtreflexe, seidig geschmeidiges Haar ohne Aussprühen, einfache Anwendung. Einen Monat Sommer in der Tube für hellblondes bis mittelblondes Haar. Ich habe kein blondes Haar. Was soll ich damit? Ich habe kein blondes Haar. Joa, kann ich also dementsprechend vergessen. Weil, was soll ich damit machen? Das ist, ich habe kein blondes Haar, ich habe Brünett. Tja, kann ich dann wohl weitergeben. Hier finde ich es ganz, ganz fatal, wenn man sowas reintut, nicht auf Beauty-Profile zu achten. Ganz, ganz übel. Das geht gar nicht. Ich meine, die Intensivkur war schon nicht für mein Haar geeignet. Das ist es jetzt erst recht nicht. Was ich wirklich schade finde, weil eigentlich finde ich das echt cool von der Produktidee her. Tja, dumm gelaufen. Weil ich kann es nicht anwenden. Das bringt dann nichts. Ich habe, wie gesagt, kein dunkelblondes Haar oder so. Was haben wir hier? Hier haben wir noch Werbung, eine Postkarte. Und das war es dann auch schon mit den Produkten. Ja, das war dann eigentlich für mich, muss ich jetzt gestehen, eine Box, ein Griff ins Klo. Ehrlich gesagt, das habe ich also auch schon lange nicht mehr so extrem gehabt, dass ich mal sage, die Box hat jetzt nicht wirklich viel für mich zu bieten. Wie gesagt, L'Oreal, eigentlich geiles Produkt, denke ich mal. Hätte ich super gerne ausprobiert. Passt nur leider nicht. Ja, die Kur kann ich auch vergessen. Und jetzt klingelt das Telefon. Ja, weiter geht's. Zwei Produkte, die ich, wie gesagt, schon mal nicht testen kann. Dann, was ich auch nicht testen kann, ist die Odol Med, weil dieser Whitening-Effekt... Wie gesagt, ich bin da kein Fan von und es greift nur meinen Zahnschmelz an und das muss nicht sein. Lavera Apfel kenne ich schon. Und das Einzige, was wirklich ein Produkt ist, was ich nicht kenne, was mir gefällt, ist dieser P2 Nagellack, den ich gerade mal auch nebenan im DM-Cam kaufen könnte für unter 2 Euro. Und das war jetzt irgendwie ein Satz mit X. Ich meine, die Produkte verkommen ja bei mir nicht. So ist ja nicht. Ich kann die an euch verlosen. Das ist ja alles in Ordnung. Oder ich gebe es an Freunde weiter. Oder was auch immer. Das ist ja nicht schlimm. Für mich ist es nicht schlimm. Aber wenn ich jetzt ganz normal Abonnentin wäre und das für mich hätte haben wollen, diese Box, nur für mich, wäre ich jetzt super enttäuscht. Ganz ehrlich, wäre ich super enttäuscht. Tja, irgendwie schade. Da finde ich, also wenn man sowas reintut, sollte man wirklich, wie gesagt, aufs Beauty-Profil achten. Und aktuell nimmt es in der Beauty-Boxen-Szene an sich, an den ganzen Boxen, nimmt es einfach zu viel mit diesem Whitening.
Das kann so viel Trend sein, wie es will, aber irgendwie nimmt es zu sehr in den Boxen zu. Das ist ein bisschen zu krass. Ja, schade. Schade, schade, schade. Da tut es mir wirklich leid. Ich hätte es gerne probiert. Also da tut es mir wirklich leid drum. Aber es bringt nichts, wenn das Farbergebnis am Ende dann scheiße ist, weil ich halt die Farbe nicht dazu habe, weil es halt falsch ist. Nun denn, gut. Was sagt ihr zur Box? Wenn ihr dieselbe Haarstruktur hättet wie die Produkte, die drin sind, oder auch nicht? Wenn ihr wie dann in meiner Situation wärt. Würde mich mal interessieren. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und jetzt habe ich genug gestänkert und gemeckert und geschimpft. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns dann einfach mal im nächsten Video. Tschüss!